der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus. Ein paar Sachen zur Richtigstellung, weil es schon verwundernswert ist, wie ungenau ein Rechtswissenschaftler, der auch noch unterrichtet, hier mit der geltenden Rechtsordnung umgeht. Der Herr Noll hat gesagt, ein Minister, also der Herr Kickl, darf nicht über Gesetze nachdenken und sie nicht diskutieren. Sie wissen aber schon, was eine Regierungsvorlage ist. Da sitzt der Ministerrat, alle Minister zusammen und denken darüber nach, wie Gesetze geändert werden könnten oder neue Gesetze erlassen werden könnten. Bringe ich das in den Nationalrat und der Nationalrat beschließt das. Also ist hier nicht bekannt anscheinend, Herr Noll. Eine Regierungsvorlage ist der Ausfluss dessen, dass Minister über Gesetze nachdenken dürfen, eine Selbstverständlichkeit. Nur viel, so viel dazu. Frau Meindl-Reisinger, diese rituellen Betroffenheitstänze, die auch vom Herrn Leichtfried hier ausgeübt werden, zu sagen, es darf nicht darüber nachgedacht werden, die Menschenrechtskonvention zu diskutieren, die Verfassung zu diskutieren, gleichzeitig in der Früh bei der aktuellen Europastunde dafür einzutreten, dass Europa ein Bundesstaat wird und Österreich abgeschafft wird. Frau Meindl-Reisinger, wie passt das zusammen? Gleichzeitig darüber nachzudenken. Also für die Abschaffung des eigenen Staates, für den Sie hier im Nationalrat sitzen und gewählt werden, einzutreten und uns dann vorzuwerfen, wenn wir über die Menschenrechtskonvention oder die Verfassung nachdenken. Oder gleichzeitig auch der Fall mit der Neutralität heute früh. Sie sind für die Abschaffung der immerwährenden Neutralität, ist eine Staatszielbestimmung im Range der Verfassung. Sie wollen sie abschaffen und uns werfen Sie vor, wenn wir als Politiker über Verfassungsbestimmungen nachdenken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das richtet sich von selbst, Frau Meindl-Reisinger. Das richtet sich wirklich von selbst. Aber kommen wir zurück zum Grund eigentlich der Debatte. Warum wurde die Debatte eigentlich geführt und warum wurde Bundesminister Kickl eigentlich interviewt? Und warum hat er das gesagt, was richtig ist, was wir heute debattieren? Der Grund ist die Anhäufung von Mordfällen und Gewaltexzessen gegenüber vor allem Frauen in Österreich, nicht nur am Jahresanfang, sondern schon die letzten 3 Jahre besonders, seit 2015, der Anstieg auf Vermessendelikten, Übergriffe an Frauen, Kinder und Pensionisten. Eindeutig, alles erwiesen, statistisch. Und wir haben jetzt in Wiener Neustadt eben erlebt, diesen Mordfall an der 16-jährigen Manuela, die eben hier von einem syrischen Asylberechtigten ermordet wurde, der eben unter ihrer Verantwortung der SPÖ einer von denen waren, die ungezügelt hier ins Land gelassen wurden. Und da hat der Herr Trotzter getweetet. Interessant. Haarsträubend und eine Schande, Selbstaufgabe des Rechtsstaats, wichtiges Betätigungsfeld von Bundesminister Kickl. Interessant, Herr Trotzter. Ja, eine unmittelbare Reaktion. Anscheinend wurde er von den Genossen zurückgepfiffen, weil es ja nicht sein darf, dass hier über den Rechtsstaat nachgedacht wird, wenn dem Rechtsstaat die Mechanismen fehlen, solche Figuren abzuschieben. Aber wir sagen, darum geht's ja. Wir wollen solche Individuen abschieben. Es kann nicht sein, dass unsere Frauen und Kinder in Unsicherheit leben müssen, weil solche Menschen weiterhin aufgrund einer gewissen Rechtslage in Österreich bleiben müssen. Genau deswegen muss man drüber nachdenken. Und nicht mehr und nicht weniger hat Bundesminister Kickl auch gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist auch genau nicht mehr und nicht weniger seine Verpflichtung, darüber nachzudenken und nicht nur nachzudenken, sondern auch zu handeln. Weil Sie uns diese Suppe eingebrockt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Willkommenskultur, dass solche Figuren in Österreich herumlaufen und nicht abgeschoben werden können. Wir werden dafür sorgen. Das kann ich Ihnen versprechen. Aber der Herr Trotzer wurde für seinen Tweet nicht kritisiert. Kein Wort der Kritik, zumindest in der Öffentlichkeit. Der Herr Kickl erlebt wieder hier sehr, sehr künstlerisch aufgeführte Empörungsstürme. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Rosenkranz hat es aufgeworfen. Haben Opfer keine Menschenrechte? Haben Sie in irgendeiner einzigen Rede heute zu der Debatte das Leid der Opfer erwähnt, worum es eigentlich geht? Und die Tatsache, dass die Täter abgeschoben gehören? Kein Wort haben Sie erwähnt. Ja, Opfer haben Menschenrechte, aber sie sind nicht mehr auf dieser Welt und können diese Menschenrechte nicht genießen. Das ist genau der Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der Satz, dass das Recht der Politik folgt.
Wir sitzen alle hier im Nationalrat, wurden gewählt bei regelmäßigen Wahlen, alle 5 Jahre, wo das Volk, das Wahlvolk eben seinen Willen ausdrücken kann, welches Programm für die nächsten 5 Jahre eben die Regierung auch bilden soll und wer hier die Mehrheit haben soll. Ja, das heißt, das Volk, die Politik wählt und der Nationalrat wird angelobt und macht politische Debatten und somit bestimmt das die Rechtsordnung, weil die hier erlassen wird. Hier werden die Gesetze gemacht, hier werden auch Verfassungsgesetze gemacht mit der richtigen Mehrheit von 2/3. Ja, hier werden Gesetze geändert oder neue Gesetze beschlossen. Das heißt, das Recht geht vom Volk aus. Und natürlich folgt das Recht der Politik. Eine ganz eindeutige Sache, das ist die erste Stunde in der Rechtswissenschaft. Wer daran zweifelt, ist, glaube ich, falsch gewickelt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre künstlichen Betroffenheitsstürme werden nicht davon ablenken, dass Herbert Kickl der beste Innenminister aller Zeiten ist, dass er abschiebt, dass er die Grenzen schützt, dass er die Frauen schützt, die Kinder schützt und die Polizei aufstockt. Er sorgt für Sicherheit, das garantieren wir.